sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste, sehr geehrter Herr Professor Korngold, lieber Herr Professor Kilcher, liebe Frau Bedenik, ich freue mich sehr, Sie herzlich begrüßen zu dürfen zu unserer zweiten Thomas-Mann-Lecture hier an der ETH Zürich. Wir laden Sie ein zu einem Vortrag von Herrn Professor Stanley Korngold mit dem Titel Thomas Mann im Lichte unserer Erfahrung zum amerikanischen Exil. Professor Korngold kommt von der Princeton University zu uns herüber. Wir freuen uns auf seinen Vortrag und Professor Kilcher, der zugleich auch Präsident des Kuratoriums des Thomas-Mann-Archivs hier an der ETH ist. Er wird ihn und seine Forschung noch ausführlich würdigen. Die Thomas-Mann-Lectures an der ETH Zürich, meine sehr geehrten Damen und Herren, sind eine gemeinsame Initiative der Professur für Literatur und Kulturwissenschaft, Herr Professor Kilcher, und des Thomas-Mann-Archivs, das an der ETH-Bibliothek hier in Zürich an der ETH angesiedelt ist. Sie zeigt, wie eng Wissenschaft und Bibliothek, wie eng Wissenschaft und Archiv zusammenarbeiten können und sich von ihrem je eigenen Blick und Standpunkt gemeinsamen wissenschaftlichen Fragestellungen annähern. Die Thomas Mann Lectures der ETH Zürich haben das Ziel, das Werk Thomas Manns in einen aktuellen Kontext zu setzen und sowohl die interessierte Öffentlichkeit als auch die spezialisierte Wissenschaft anzusprechen. Als eine international führende Hochschule und Universität spannt die ETH Zürich dabei den Bogen zu international renommierten Größen der Literaturwissenschaft. Eine davon können wir heute Abend begrüßen. Beide Parameter, meine sehr geehrten Damen und Herren, der aktuelle Thomas-Mann-Kontext und das internationale Renommee des Referenten passen heute perfekt zusammen. Das Exil von Thomas Mann in den USA, um das es im Vortrag von Professor Korngold heute auch geht, ist auch im Jahre 2018 ein hochaktuelles und wissenschaftlich wie politisch virulentes Thema. Ich will Ihnen einige Beispiele nennen, warum ich das so sehe und hoffe, dass Sie das überzeugt und auch bestärkt, dass Sie hier an der richtigen Stelle sind und sich im richtigen Vortrag befinden. Die deutsche Bundesregierung kaufte kürzlich das ehemalige Wohnhaus Thomas Manns in Pacific Palisades in Kalifornien, von dem wir hoffen, dass es nicht den Bränden irgendwo zu Opfer gefallen ist oder Schaden genommen hat, und hat es im Sommer diesen Jahres als internationales Kulturzentrum eröffnet. Weiterhin hat die Thomas-Mann-Institution, Thomas-Mann-Archiv, haben die Thomas-Mann-Institutionen, nämlich das Thomas-Mann-Archiv der ETH Zürich, das Thomas-Mann-Haus in Pacific Palisades, das Buddenbrock-Haus in Lübeck, die Monacensia in München und das Thomas-Mann-Kulturzentrum in Nitten, ein Netzwerk mit dem Namen Thomas Mann International zusammen und gefügt und halten ihr Jahrestreffen in diesen Tagen hier an der ETH Zürich ab. Herzlichen Dank allen für die Vorbereitung, Frau Bedenik, Ihnen und Ihrem Team. Dieses Netzwerk plant eine gemeinsame Rechercheplattform Thomas Mann International oder Thomas Mann International, worüber die internationalen Mannbestände der Partnerinstitutionen, die ich genannt habe, gemeinsam such- und findbar gemacht werden. Das ist auch ein Hinweis und ein Zeichen, wie Bibliotheken, Archive und Wissenschaft eng zusammenarbeiten und auf Augenhöhe kooperieren. Der Lead dieser Rechercheplattform zu Thomas Mann liegt bei der ETH-Bibliothek hier in Zürich. Wir sind ein bisschen stolz darauf, dass wir als technische Universität auch hier im Bereich der Digital Humanities sehr aktiv sein können. Und zuletzt zeigt ab heute das Thomas-Mann-Archiv hier an der ETH Zürich eine Sonderausstellung mit dem Thema Thomas Mann, das Thomas-Mann-Haus in Pacific Palisades in Kalifornien. Gezeigt wird eine Fotoserie der deutsch-amerikanischen Fotografin Ina Jungmann. Auch dazu lade ich Sie herzlich ein. Vielleicht haben Sie Gelegenheit, diese Ausstellung noch zu besuchen. Zu guter Letzt wird morgen im Deutschen Literaturarchiv in Marbach die Ausstellung Thomas Mann in Amerika eröffnet. Das Thomas-Mann-Archiv der ETH Zürich ist dazu als Kooperationspartner involviert und stellt so viele Originale und Leihgaben zur Verfügung wie noch nie in seiner Geschichte. 155 Originale aus unserem Archiv werden in Marbach zu sehen sein, darunter sämtliche amerikanischen Tagebücher,
zahlreiche Handschriften, Fotografien und wegen der Authentizität auch natürlich 4 Reisekoffer der Familie Mann, die wir dorthin gebracht haben, damit sie dort ausgestellt werden. Die Thematik, meine sehr geehrten Damen und Herren, von Thomas Manns Exil in den USA könnte also, wie Sie sehen, wissenschaftlich kaum aktueller sein und leider, muss man vielleicht in Klammern anfügen, auch politisch kaum aktueller, stehen doch heute nur wenige Kilometer von Pacific Palisades wieder erneut tausende Flüchtlinge und Migranten und Exilsuchende vor den Grenzen reicher und freier Länder, um dort Einlass zu finden, so wie es auch vor vielen Jahrzehnten die Familie Mann in den USA, aber auch hier in Europa gefunden hat. Wir freuen uns, meine sehr geehrten Damen und Herren, über den Vortrag von Professor Korngold. Ich danke Ihnen noch einmal sehr herzlich, dass Sie hier bei uns sind, Herr Professor, und die Reise nach Zürich auf sich genommen haben. Und wir freuen uns auf einen sehr spannenden und interessanten Vortrag von Ihnen heute. Herzlichen Dank. Ja, meine Damen und Herren, ich möchte Sie auch ganz herzlich begrüßen von meiner Seite und freue mich sehr, dass das schon jetzt die 2. Thomas Mann Lecture ist hier an der ETH Zürich und dass wir eigentlich den Faden, den wir letztes Mal schon aufgenommen haben, die sowohl historischen wie auch aktuellen Bezüge zwischen Zürich und den Vereinigten Staaten aufnehmen können. Letztes Mal war es in Richtung Stanford mit Russell Berman und dieses Mal Richtung Princeton mit Stanley Korngold, sodass wir eigentlich die beiden amerikanischen Exilorte gewissermaßen in die heutige Zeit hinübernehmen mit einem sehr lebendigen Austausch. Ich habe, wie Raphael Ball schon angekündigt hat, die Freude, Stanley Korngold noch etwas genauer vorzustellen, obwohl das wahrscheinlich für viele von Ihnen hier gar nicht nötig wäre. Wir wissen, und Sie wissen, dass er über viele Jahre, Jahrzehnte am German Department in Princeton, an der Princeton University, Professor war für deutsche und vergleichende Literatur. Genau genommen von 1981 bis 2009, seit dann als Emeritus. Er war aber schon vorher in Princeton, und das ist durchaus beeindruckend zu sehen, schon 1966 als Assistant Professor, dann 1972 als Associate Professor. Aber natürlich nicht nur in Princeton. Stanley Korngold war vorher als New Yorker, gebürtiger New Yorker, der Brookliner, wenn ich es richtig weiß, an der Columbia University, hat aber dann in London studiert und auch in Basel und Zürich in der Schweiz, wo er unter anderem bei Paul de Man studiert hat, was auch in seiner Dissertation eingeflossen ist, in seiner Dissertation, die Paul de Man mitbetreut hat, über Rousseau und Kant. Zahlreiche Gastprofessuren und Fellowships wären zu nennen in den USA, in Europa, jüngst in Israel an der Ben-Gurion University in Beersheba. Zahlreiche Ehrungen wären zu nennen, wie zum Beispiel nur wenige, als Mitglied der American Academy of Arts and Sciences. Er hat 2009 den Howard T. Berman Prize for Distinction in the Humanities in Princeton erhalten und 2002 wurde eine Festschrift für ihn publiziert. Seine Forschungsgebiete mit, wenn ich richtig gezählt habe, 9 Büchern und vielen, vielen Dutzenden von Artikeln, sie umfassen ein sehr weites Gebiet. Dazu kommen auch Übersetzungen und Editionen. Da will ich nur hervorheben, dass Stanley Korngold zu den ersten gehörte, die, wenn ich es richtig sehe, Max Frisch ins Amerikanische übersetzt haben. Aber auch jüngst noch hat er in diesem Feld gewirkt, indem er eine Übersetzung von Goethes Werther vorgelegt hat, 2012. Einer seiner ersten Arbeitsgebiete und vielleicht wichtigsten, auch langfristigsten, ist der Autor Franz Kafka, der uns auch zusammengebracht hat, vor vielen Jahren schon in Princeton. Nicht nur war er jahrzehntelang Mitglied der Franz Kafka Society of America, leitendes Mitglied, Leiter auch, und Gründer der Princeton Oxford Humboldt Kafka des Princeton Humboldt
Oxford Kafka Konsortiums. Das klingt unheimlich stark. Ich glaube, es war in diesem Rahmen, wo ich mal in Princeton war, in diesem Konsortium. Er hat eine Arbeit vorgelegt über Kafkas Verwandlung, dann eine ganze Trilogie von Büchern über Kafka geschrieben, deren Titel ich jetzt hier nicht nenne, zwischen 1973 und 2004. Dann auch mit Benno Wagner den Band ediert über Franz Kafka, The Ghosts in the Machine, und schließlich auch wichtig zuletzt oder jüngst die amerikanische Edition der amtlichen Schriften Kafka, die Office Writings. Nicht nur Kafka natürlich ist Forschungsgegenstand bei Stanley Kongold, sondern auch eine Breite von auch historischen und theoretisch angelegten Arbeiten über deutsche Literatur, zum Beispiel The Fate of the Self, German Writings and French Theory 1986 und weitere Arbeiten, die auch in die Theoriedebatte eingegriffen haben, zu der Stanley Kongold auch immer wieder beigetragen hat im Umfeld Poststrukturalismus, Hermeneutik, psychoanalytische Kritik etc. Sein jüngstes Buch ist eine umfassende Biografie des Philosophen und Nietzsche-Experten Walter Kaufmann, Philosopher, Humanist, Heretic, ist erschienen in der Princeton University Press. Aufsätze kann ich gar nicht nennen über Philosophen und Schriftsteller. Thomas Mann interessiert Sie wahrscheinlich. Was hat Stanley Kongold zu Thomas Mann gemacht bisher? Er war in der Tat wiederholt Gegenstand seiner Arbeit. Er hat einen Band herausgegeben, 1975 bereits, Mann and the German Philosophical Tradition and the Mann Family waren Beiträge von ihm in diesem Band. Er hat über Mann als Leser von Nietzsche gearbeitet, über den Dr. Faustus gearbeitet, und ich denke, das sind wahrscheinlich auch Spuren, die zu dem Thema von heute führen können. Das nächste Buchprojekt, das kann man auch schon nachlesen, dreht um den Princetonier Zirkel der deutschsprachigen Exilanten, insbesondere um Erich von Kahler, zu dem neben Hermann Broch und Albert Einstein unter anderem auch Thomas Mann gehört hat. Und natürlich führt Thomas Mann in diesen Zirkel ein und ist ein wichtiger Name. Sein heutiger Vortrag, Thomas Mann im Lichte unserer Erfahrung zum amerikanischen Exil, geht mit Sicherheit zu diesem Komplex. Ich verrate sicher nicht zu viel, wenn ich sage, dass dieser Titel auf einen Vortrag Thomas Manns anspielt, den dieser zuerst 1947 in der Library of Congress in Washington gehalten hatte. Mit dem Titel, also Thomas Manns Titel, Nietzsches Philosophie im Lichte unserer Erfahrung. Wir freuen uns sehr und sind gespannt auf dieses Wechselspiel und alles, was sich hinter diesem Titel sonst noch verbirgt. Lieber Stanley, bitte. Eine Sekunde. Guten Abend. Ich freue mich sehr, dass Sie gekommen sind, meine Damen und Herren. Wir warten auf den Lautsprecher. Ich kann gehört werden. Gut, obwohl das noch auf Rot bleibt. Also vielen Dank besonders Frau Bedenig für die nette Einladung und Herrn Professor Dr. Kilche für die extravagante Einführung. Wie man im Hollywood sagt, it's a hard act to follow. Und übrigens, Hollywood, wo Thomas Mann sich so wohl behaglich fühlte, in der Gesellschaft von den drei Charles, Charles Boyer, Charles Laughton und Charlie Chaplin, hat Charles Boyer besonders reizvoll gefunden. Aber das ist nicht mein Hauptthema heute Abend. Also es ist eine große Ehre, diese Gelegenheit zu haben, Ihnen einige Gedanken über Thomas Mann
in den Jahren seines amerikanischen Exils in Princeton vortragen zu dürfen. Und jetzt, an Bord des der SS Washington am 13. September 1939 schrieb Thomas Mann in sein Tagebuch, Zitat: Es wird gut sein, die unabsehbare Entwicklung des Krieges, seine Wechselfälle und Schrecken in meiner Princetoner Library, Bibliothek, verfolgen zu können. 6 Monate später in Princeton, am 24. März 1940, erklärte man: Princeton langweilt mich. Am 1. Mai 1940 in Princeton notierte er knapp, aber mit Ausdruck: Blütenschönheit, Magnolien. In Kalifornien ein Jahr später, im Juni, am 1. Juni 1941, in einem Brief an seinen Freund, den Historiker Erich Kahler, schrieb man: Diese, meine Lieblingsjahreszeit, ist ja schön auch hier, also in Pacific Palisades in Kalifornien. Aber wie es in Küsnacht war und sogar in Princeton, das war mir doch lieber. In der Reihe dieser kurzen Epiphanien ist ein ziemlich vollkommenes Bild von Thomas Mann in Princeton enthalten. Ein Gezeitenwandel von Wohlbehagen und Monotonie. Fast 3 Jahre seines amerikanischen Exils, also vom 29. September 1938 bis zum 18. März 1941, wohnte Thomas Mann mit seiner Familie in seinem schönen, geräumigen Haus im georgischen Stil in der Stockton Street, Nummer 65 in Princeton, Princeton, New Jersey. Im Frühjahr 1938, nachdem er von der Schweiz aus in New York angekommen war, reiste er quer durch das Land und hielt antifaschistische Vorträge, hauptsächlich der kommende Sieg der Demokratie. Im Mai diesen Jahres, 1938, schrieb er einen langen Brief an Erich Kahler, in dem er seine neuen Aussichten darlegte. Meine Reise von Ost nach West hat mir gezeigt, wie viel Vertrauen, Sympathie, Freundschaft mir hier entgegenkommt. Für den Herbst bin ich im Begriff, mit Princeton über eine Art von Ehrenprofessur anzuschließen, mich nicht allzu belasten und mir eine Lebensgrundlage bieten wird. Der Satz hat den Vorzug der Ländlichkeit bei sehr leichter Verbindung mit New York. Am 29. September hielt er sich also in seiner schönen Princeton-Villa auf und war bereit, schon im folgenden Monat an der Universität eine Vorlesung über Goethes Faust zu halten. Seine Wahl von Princeton, einer kleinen, kultivierten Universitätsstadt, die von Bäumen fast erstickt war, bestätigte seine Vorliebe. Wie er Kahler im Juni 1939 schrieb, nun von einem Strandkorb aus in einem holländischen Seebad, Zitat: Ich habe die Verbindung des Elementaren mit dem Komfortablen immer zu schätzen gewusst. Seine Freude an Princeton ist ersichtlich aus seinem Plädoyer an Kahler, das Kahler nach Princeton bringen sollte. Das Glücklichste war ihr sich festigender Entschluss, hier rüber zu kommen. Tun Sie das. Was wollen Sie noch drüben? Und wie hübsch wäre es, hier in Nachbarschaft zu leben? Unser Haus ist sehr komfortabel und ein Fortschritt gegen alle früheren. Ich lege Wert darauf, immer die Treppe hinaufzufallen. Die Menschen sind wohlmeinend durch und durch. Von
unerschütterlicher Zutraulichkeit. Die Landschaft ist parkartig, zum Spazieren wohl geeignet, mit erstaunlich schönen Bäumen.